Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag in dieser Reihe, die jetzt bereits zum dritten Mal stattfindet, die menschliche Entwicklung aus spiritueller Sicht. Für all jene, die noch keines meiner Videos gesehen hat, mein Name ist Simone Meyer. Ich bin in Niederuzwil in der Ostschweiz zu Hause tätig und Kinder beziehungsweise auch die Entwicklung der Kinder oder des Menschen allgemein sind eines meiner Herzensangelegenheiten in meiner Arbeit auch. Ich bin tätig als Medium, als Heilerin, als Lebensberaterin im Bereich eben die menschliche Entwicklung aus spiritueller Sicht, aber auch Schwerpunkt Ahnenreihe ist etwas, was ich sehr gerne auch mit den Menschen begleitend anschaue. Der dritte Teil zu dieser Vortragsreihe widmet sich heute dem Begriff, wie Kinder das Leben erfahren. Und dabei geht es mir darum, aufzuzeigen, dass wir Menschen in unserer Entwicklung Jahresringe entwickeln. Ich nenne die mal einfach so, weil ich das ein sehr schöner Begriff finde. Und in jedem Jahr eine bestimmte Energie auch im Vordergrund ist, die uns trägt in jedem Lebensjahr, aber auch zu der wir eben lernen. Und mich persönlich hat dieses Thema sehr interessiert. Ich habe Kinder selber und immer dann, wenn ich an einen Punkt gekommen bin, in dem meine Kinder und ich uns vielleicht nicht so gut verstanden haben, seien sie jetzt noch klein oder größer, und ich dann darüber nachgedacht habe, wer befindet sich denn in unserer Familie gerade, in welchem Jahresring oder in welchem Zyklus, in welchem Energiezyklus, hat das immer sehr, sehr viel geholfen, auch in Bezug auf Verständnis, in Bezug auf Gelassenheit, in Bezug auf Kommunikation, so dass jeder für sich wieder seinen Platz auch gefunden hat und man sich wieder leichter erreichen konnte auch. Gerade auch in jüngeren Jahren bei den Kindern finde ich das sehr interessant, weil wir uns da wirklich sehr, sehr gut darauf verlassen können, in welchem Jahr sich ein Kind befindet, mit welchen Themen es gerade beschäftigt ist und welche Potenziale, die sich da gerade manifestieren, die sich da integrieren, die da zum Vorschein kommen und die dieses Menschenleben eben auch lernen möchte. Ich möchte auch hinzufügen, dass das nicht nur das Wachstum der Kinder betrifft, sondern selbstverständlich lernen auch wir im Erwachsenenalter weiterhin über diese Jahresringe und befinden uns in jedem Jahr auch in einer anderen Ebene, einem anderen Zyklus. Und auch dort kann uns das sehr behilflich sein in Bezug darauf, wie wir eben sind, wie wir handeln, wie wir fühlen und denken, wie wir uns verhalten. Und das kann auch oftmals sehr viel Aha-Erlebnisse hervorbringen. Deshalb möchte ich euch heute etwas über diese Jahresringe erzählen. Ich habe da auf meiner Seite meinen großen Spickzettel, auf den ich ab und zu zugreifen möchte, damit ihr wisst, wenn ich mal wieder zur Seite blicke. Ich hole mir da die Informationen, dass ich auch gar nichts vergesse, dass ich euch gerne erzählen möchte darüber. Und ja, so möchte ich gerne beginnen, gleich mit der ersten Runde. Ihr alle kennt ja das Thema der Kreisläufe, dass unser ganzes Leben aus Kreisläufen besteht. Also wir haben
in unserem Körper unseren Blutkreislauf, wir haben unseren Sauerstoffkreislauf, wir haben das Lymphsystem, das in einen Kreislauf fließt, das Nervensystem, das ebenfalls wie ein Kreislauf funktioniert. Auf der feinstofflichen Ebene ist es eben das innerkörperliche Meridiansystem und eben auch der Energiekreislauf der Lebensenergie. Es geht also darum, dass unser ganzes Sein aus Kreisläufen besteht. Das heißt, in sich abgeschlossene Verbindungen, Energieflüsse, physisch oder eben feinstofflicher Natur, die wie von selbst laufen, die einfach da sind und unser Leben erhalten und uns in unserer Kraft stärken. Und auf allen Ebenen geht es da eben darum, Nährstoffe auch im physischen oder im feinstofflichen Bereich aufzunehmen und eben Abfallstoffe auszuscheiden. Das ist auf allen Ebenen dasselbe, ob es da feinstofflich oder eben physischer Natur ist. Die Kreisläufe sind ja aber nicht nur in unserem Körper da, in unserem Leben. Wir kennen sie von Ebbe und Flut, der Kreislauf von Leben und Sterben. Geboren werden ins Leben, geboren werden ins Licht. Und so ist es also so, dass unser ganzer Kosmos aus diesen Kreisläufen besteht. Also es hat nirgends einen Anfang, es hat auch nirgends ein Ende. Es ist ein ewiger Kreislauf, der auf verschiedenen Ebenen funktioniert und abläuft. Und auch wenn wir als Menschen das Gefühl haben, dass wir mit dem Menschwerden am Anfang eines Kreislaufs stehen, ist es vielleicht einfach der irdische Kreislauf, der da vielleicht anfängt. Und trotzdem ist es beim Zurückkehren in die feinstoffliche Ebene auch so, dass dort das Leben ja nicht aufhört und der Kreislauf damit auch nicht endet. Also wir kehren zurück in diese göttliche Schöpferebene, in die Allliebe, um dort wieder neu geformt, neu zusammengesetzt einen weiteren Weg zu gehen. Und dieser Kreislauf der Unendlichkeit, der finde ich sehr wichtig auch. Und zwar, um zu wissen, auch dass alles, was wir lernen oder alles, was wir vielleicht denken, verpasst zu haben, immer wieder erfahren dürfen, erfahren können. Also dadurch, dass nichts beginnt oder endet, sondern sich immer weiterentwickelt, geht es auch darum, dass wir wissen, dass wir nichts verpassen, dass wir alles zu einem anderen Zeitpunkt, auf einer anderen Ebene wieder erfahren dürfen. Und das macht es für mich auch sehr spannend und sehr schön, weil es sehr viel Gelassenheit mit sich bringt, weil ich weiß, okay, gut, wenn ich das jetzt nicht erreiche, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, auch gerade für mein eigenes Leben, dann gibt es da schon wieder eine Möglichkeit auf einer anderen Ebene. Gut, was sind denn nun Kreisläufe? Kreisläufe sind also in sich geschlossene, harmonisch fließende Abläufe. Und diese Kreisläufe, die sind immer Leben erschaffend. Ein Kreislauf ist also von der göttlichen Natur her immer so, dass es um Leben erschaffen geht, dass es darum geht, Erkenntnisse zu sammeln, Gleichgewicht herzustellen und dieses Gleichgewicht dann in die Quelle zurückzubringen. Entschuldigung, ich war heute den ganzen Tag an der frischen Luft. Das war sehr auftankend für meinen Kreislauf und nun ist eben eine andere Zeit angebrochen. Also, Kreisläufe sind also immer dazu da, Leben zu erschaffen oder sich weiterzuentwickeln und nicht um etwas zu zerstören oder eben wieder zurückzuformen. Ein körperliches Beispiel ist der Blutkreislauf.
dazu, in welchem ja Sauerstoff und Nährstoffe aufgenommen werden, in die Körperzellen transportiert werden und aus den Zellen heraus das gebrauchte Blut über das Herz zu den Lungen transportiert wird, um es dort wieder mit Sauerstoff anzureichen. Also das heißt, und auf diesem Weg werden gleichzeitig auch Abfallstoffe aus dem Blut herausgefiltert, die dann über die anderen Organe ausgeschieden werden. Also das heißt, dieser Blutkreislauf ist eben immer wieder dazu da, uns neues Leben zu spenden und gleichzeitig altes, verbrauchtes an Energie und an Kraft auszuscheiden. Aus spiritueller Sicht ist es so, dass eben unser Körper nebst der physischen Lebensenergie, also den Nährstoffen, auch Lebensenergie oder Prana aufzunehmen, ist also angewiesen darauf, dass er Lebensenergie aufnehmen kann und eben die feinstoffliche Schwingung, aus der wir bestehen, zu nähren und in Form zu halten. Also die physische Energie, die materiellen Nährstoffe brauchen wir für unseren Körper. Und gleichzeitig nehmen wir eben auch Lebensenergie auf, auch mit Nährstoffen, mit uns, mit dem, was wir essen, was wir trinken, aber selbstverständlich auch mit Sonnenlicht, nicht genug Sauerstoff. Und man könnte also auch sagen, dass unsere Persönlichkeit nur möglich ist, weil die Lebensenergie, die da ist, die fließt, uns dies ermöglicht oder zusammenhält. Wir brauchen also diese Lebensenergie, damit wir zusammen mit unserem Körper als geistiges Wesen unseren Weg der Entwicklung gehen können. Also ist es so, dass wir nebst diesen körperlichen Kreisläufen auch einen feinstofflichen Kreislauf benötigen, der uns mit Lebensenergie versorgt, und zwar eben auch auf all diesen Ebenen. Und diese Lebensenergie, die stammt entweder aus unserer Quellsubstanz, also aus unserer Mitte heraus, oder auch zum Beispiel eben in Form von Sonnenlicht oder Energie aus den Nahrungsmitteln. Und diese Energie, diese Lebensenergie wird verteilt über unsere Chakren oder eben Energiezentren. Davon habt ihr vielleicht bereits etwas gehört, aber eine kurze Zusammenfassung noch für all diejenigen, die das noch nicht erfahren haben bis jetzt. Diese Energiezentren oder Chakren befinden sich entlang der Wirbelsäule auf der feinstofflichen Ebene, vom Steißbein bis zum Scheitel. Und zwar am Punkt des Scheitels, wo wir als wir geboren wurden, sich die Fontanelle gezeigt hat. Das ist die Öffnung, die sich im Schädel, die sich im Laufe der Monate durch die Verwachsung der Schädelknochen eben auch verdichtet oder zusammenwächst. Es befinden sich in unserem Körper 7 Hauptchakren. Das heißt, wir haben von der Wurzel bzw. vom Steißbein bis zur Scheitel 7 verschiedene größere Energiezentren, die unsere energetische feinstoffliche Wirbelsäule darstellen und die uns eben auch feinstofflich aufrichtet, so wie das unsere physische Wirbelsäule mit unserem Körper macht. Jedes dieser Energiezentren hat bestimmte Aufgaben. Wir haben da zum Beispiel beim Wurzelchakra feinstoffliche Themen wie zum Beispiel Vertrauen, Geborgenheit, Sicherheit, aber auch Wärme und innere Stärke. Wir haben beim Sakralchakra zum Beispiel das Thema Hingabe, Zufriedenheit, Kreativität, aber auch Ehrgefühl, Lebensfreude, Achtsamkeit und Zärtlichkeit. Und da gibt es ganz, ganz verschiedene Themen, auf die werde ich dann später noch eingehen, wenn wir die Jahresringe betrachten. Es hat also jedes Energiezentrum seine bestimmten
Zugehörigkeiten, an Themen, aber auch an körperlichen Zugehörigkeiten. Also es sind immer bestimmte Organe, die dazu geordnet werden, oder eben auch körperliche Symptome, die dann darauf zurückzuführen sind, welches Energiezentrum gerade vielleicht etwas Unterstützung benötigt. Nun kommen wir dazu, dass jeder Mensch also über verschiedene Kanäle lernt. Wir haben verschiedene Sinne, wie das Hören, das Riechen, das Schmecken, Sehen und Tasten. Und das sind unsere körperlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten. Und dann haben wir aber auch unseren sogenannten sechsten Sinn, unsere Intuition, unser Bauchgefühl. Man sagt dem auch einfach das Einfachwissen. Und es geht also darum, dass wir diesen sechsten Sinn oder diese Intuition eben auch als sehr wichtigen Sinn betrachten dürfen. Bei Kindern ist er ja noch viel ausgeprägter als bei den Erwachsenen. Der wird da immer ein bisschen in den Hintergrund verschoben, aufgrund des Verstandes. Und es ist aber immer sehr schön, wenn ein Mensch wirklich auch diese Intuition wieder stärken kann und wieder vermehrt sich leiten lässt, auch von seiner Intuition. Denn das ist wirklich eine Kraft, die sehr wertvoll ist, auch für unser Leben selbst. Gut. Wir nehmen also unsere Umgebung im ersten Augenblick auch feinstofflich wahr, nicht nur über unsere fünf körperlichen Sinne. Das heißt, wir spüren, wir fühlen das, was uns umgibt. Manchmal ist es so, dass wir das bereits wahrnehmen können, bevor wir etwas sehen oder hören, dass wir es mit unseren körperlichen Sinnen erkennen können. Und je nachdem, wie unsere Entwicklung in der Kindheit eben war, können wir diesem Gefühl auch im Erwachsenenalter noch trauen und uns darauf verlassen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, weil es da ganz, ganz viel auch als Eltern oder als jemand, der vielleicht mit Kindern zu tun hat, dass mit der Aufrichtigkeit und der Wahrhaftigkeit unseres Selbst, dass wir den Kindern ganz, ganz viel mitgeben können, um dieses Bauchgefühl, diesen sechsten Sinn, diese Intuition eben zu verstärken oder zu stärken, sodass sie sich später ebenfalls noch darauf verlassen können. Bei den Kindern ist es so, dass sie vom Zeitpunkt der Zeugung an, lange bevor sie sehen, hören, riechen, schmecken oder tasten können, alles über diesen sechsten Sinn wahrnehmen. Also sie verlassen sich voll und ganz auf diese feinstoffliche Wahrnehmung und lernen so erkennen, was eben in ihrer Umgebung vor sich geht. Und ich finde auch das etwas ganz Wichtiges, dass wir verstehen, dass diese Intuition für Kinder wirklich ganz, ganz wichtig ist. Wir Menschen sind dazu geboren, zu verstehen, was vor sich geht. Wir brauchen die körperlichen Sinne, um etwas auf der Verstandesebene einordnen zu können. Und das kann dann eben auch mit unserer Intuition verbunden werden. Ich möchte dazu ein Beispiel nehmen, und zwar: Wenn du dir vorstellst, dass ein Kind sieht, dass du traurig bist und fragt, was hast du, warum bist du traurig? Und du antwortest nun, ich bin traurig, weil ich etwas erlebt habe, was mich verletzt hat in meinen Gefühlen. Dann hat das Kind ganz, ganz viele verschiedene Wahrnehmungen, die es einordnet. Das heißt, ihr Kind macht die Erfahrung, was Trauer bedeutet in diesem Moment. Also das heißt, das Kind hat ein Gefühl. Es spürt, dass etwas mit ihnen anders ist, mit dir anders ist als sonst. Und es hat das Bild, wie du aussiehst, wenn du traurig bist. Also es hat das Gefühl, das hat es vielleicht vorher noch nicht gekannt, kann es jetzt einordnen. Du hast ja gesagt, du bist traurig, du bist verletzt.
Und das Bild, die Trauer, das können Tränen sein oder das Gesicht sieht traurig aus. Es hat also ganz viel gelernt über die Empathie, dein Gesicht zu lesen. Und du hast ihm in diesem Augenblick erklärt, auf allen Ebenen, es hat es gesehen, gespürt, vielleicht auch gehört, vielleicht hat es dich weinen gehört. Du hast ihm erklärt, was Traurigkeit bedeutet und wie das aussieht. Und das bedeutet auch, dass die Intuition, sein Seh- und vielleicht auch sein Hörvermögen miteinander ein Gesamtbild geschaffen haben, das sich einig ist. Das Kind hat ein Gefühl kennengelernt, die Traurigkeit, und weiß nun, wie das heißt, diese Traurigkeit. Das heißt, es weiß auch, es bedeutet, dass ich traurig bin, wenn mich jemand verletzt hat. Und wenn es dann dieses Gefühl selber einmal erlebt, dann kann es das wiedererkennen und weiß, wie es ihm dabei geht oder weiß, was es damit anzufangen hat. Das heißt, es ist ein Gefühl, das sein darf. Traurigkeit darf sein in diesem Augenblick. Wenn man verletzt wird, darf man traurig sein. Und das ist auch etwas, was das Kind später braucht, um in seinem Gegenüber so etwas wiederzuerkennen. Also das heißt eben, die Empathie wird hier gestärkt. Das Kind lernt, aus anderen Menschen zu lesen. Und so hat dieses Kind etwas ganz, ganz Wichtiges fürs Leben gelernt. Und jetzt stell dir bitte diese Situation einmal vor. Und das Kind fragt dich wieder, was hast du? Es sieht, dass du weinst, hat es vielleicht auch gehört. Und du sagst, ach, es ist alles in Ordnung. Du wischst deine Tränen weg, wendest dich kurz ab. Es ist alles in Ordnung. Das Kind spürt etwas. Vielleicht hat es das schon einmal erlebt selbst. Es hat geweint, konnte es nicht einordnen. Vielleicht aber auch nicht. Es spürt aber etwas. Und nun hat es wieder ein Bild zu diesem Gefühl, zu diesem, was es fühlt. Das, was es spürt, fühlt sich echt an, diese Traurigkeit. Das, was du ihm sagst, passt aber nicht so ganz zu seinem Gefühl. Und was jetzt passiert, ist ganz wichtig. Dieses Kind beginnt an sich zu zweifeln oder es hat das Gefühl und lernt, wenn jemand weint, wenn jemand traurig ist und dieses Gefühl, das es jetzt hat, wenn das zum Vorschein kommt, das bedeutet, dass es ist alles in Ordnung. Es ist also nichts. Es geht einem gut. Wenn das Kind das nächste Mal traurig ist, wird es denken, es ist alles in Ordnung, wenn ich traurig bin. Es ist alles okay. Es ist in Ordnung, wenn ich verletzt werde. Und die zweite Information, die das Kind speichert, ist das Gefühl, das ich hatte, dass etwas nicht stimmt. Das war falsch. Denn wenn die Eltern einem Kind oder einem Erwachsenen, einem Kind sagen, dass alles in Ordnung ist, dann ist das so. Kinder glauben den Eltern, wenn sie klein sind, weil sie lernen von den Eltern. Und wenn die Eltern sagen, dass alles in Ordnung ist, dann täuscht mich mein Gefühl und ich liege falsch. Das heißt also automatisch auch für das Kind, meine Wahrnehmung ist falsch, mein Gefühl ist falsch. Und es speichert die Information, dass sein Bauchgefühl und sein sechster Sinn falsch sind. Es lernt, dass es sich selbst nicht vertrauen kann und dass es sich nicht auf sein Bauchgefühl verlassen kann. Wenn das einmal passiert oder ab und an mal passiert, und ihr das nachher wieder aufklären könnt mit euren Kindern, dann macht das nichts. Dann kann das der Körper wieder und auch die geistige Ebene neutralisieren. Wenn das aber Standard ist und die Art und Weise, wie ihr den Kindern etwas weitergebt, dann festigt sich diese Information. Und das Kind wächst so auf mit diesen Informationen. Mit dem Gefühl, ich bin falsch, meine Wahrnehmung ist falsch.
Oder eben, wenn mich jemand verletzt und ich traurig bin, dann darf der das, weil es ist ja alles in Ordnung damit. Und so folgen sich dann Erfahrung über Erfahrung. Und es ist deshalb mir ein wichtiges, wichtiges Anliegen, dass wir lernen im Umgang mit Kindern, dass wir aufrichtig sind, dass wir empathisch sind, dass wir wahrhaftig sind, dass wir ehrlich sind mit unseren Kindern, mit den Kindern, die uns begegnen, weil sie das verdient haben, weil sie daraus lernen. Nicht, weil sie einfach nur neugierig sind und wir ihnen etwas nicht erzählen wollen, weil wir glauben, dass es ihnen nichts angeht. Sie lernen aus diesen Erfahrungen. Und es ist mir ganz wichtig, dass ihr wisst, dass je aufrichtiger und wahrhaftiger wir sind mit unseren Kindern, desto stärker können sie ihrem Bauchgefühl später auch vertrauen. Vielleicht kannst du mal einfach ein paar Sekunden darüber nachdenken, wie das bei dir so war, wie das bei euch allen so war. Wie vertraut ihr eurem Bauchgefühl? Worauf könnt ihr euch verlassen? Oder ist es etwas, das ihr euch erst wieder zurückholen musstet im Erwachsenenalter? Habt ihr das immer gehabt? Konntet ihr das behalten? Oder war das etwas, was vielleicht wirklich ihr euch wieder erarbeiten musstet? Oder vielleicht ist es etwas, was ihr Mühe habt damit? Einfach für euch mal ein paar Gedanken, weil es könnte darauf hinweisen, einfach als Information für euch, dass da bei den Erfahrungen, die ihr gemacht habt als Kind, vielleicht eben auch ein Ungleichgewicht entstanden ist. Es geht also darum, dass Kinder wirklich in ihrer Wahrnehmung und all ihren Sinnen gestärkt werden können. Es kommt also auch darauf an, wie wir eben unsere ersten Lebensjahre verbracht haben, wie wir diese erfahren haben. Das heißt, je positiver unsere eigenen Erfahrungen waren zu den Themen, die uns da so begleiten über die verschiedenen Chakren, desto einfacher fällt es uns, diese dem Kind weiterzugeben. Also das heißt, wenn wir selbst viel Ungleichgewicht erfahren haben in unserer Kindheit und wir das bis jetzt noch nicht harmonisieren konnten, oftmals, weil wir vielleicht auch gar nicht wissen, dass es im Ungleichgewicht ist, weil es uns auch in dem Sinne noch nie wirklich belastet hat oder in Bedrängnis geführt hat, dann ist es eben auch schwieriger, wenn wir einmal selbst mit Kindern zu tun haben, diese Bedürfnisse dem Kind gegenüber gerecht zu werden. Und ich möchte aber auch dazu sagen, es ist menschlich und natürlich, dass jeder Mensch mit den Informationen und den Erfahrungen, die er hat, weitergeht in seinem Leben, jederzeit die Möglichkeit hat, diese zu heilen, ins Gleichgewicht zu bringen und dass es nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen geht. Ja, meine Eltern haben da jetzt eben, waren nicht aufrichtig genug, waren nicht wahrhaftig genug. Es geht mir nicht um Schuldzuweisungen, sondern es geht mir wirklich darum zu erkennen, was fällt mir leicht, was fällt mir schwer, woher könnte das kommen, dass es mir schwerfällt und was kann ich tun, um dies eben wieder ins Gleichgewicht zu bringen, damit ich es der nächsten Generation leichter weitergeben kann. Das Kind selbst, das uns begegnet, das ist eben auch etwas ganz Spezielles. Kinder kommen ja zu uns, weil sie von uns lernen wollen, aber auch, weil sie uns die Möglichkeit geben, selbst etwas zu lernen. Durch sie und durch die Begegnung mit ihnen. Also das Kind gibt uns jederzeit die Möglichkeit, uns selbst zu heilen, indem dass wir wieder ehrlich sind mit uns, dass wir uns erlauben zu erkennen, dass das, was wir unserem Kind mitgeben möchten, vielleicht etwas anderes ist als das, was automatisch passiert. Denn meistens sind das ja auch wirklich automatische Abläufe, das sind Programmierungen, das sind Strukturen und Glaubenssätze, die dann einfach vollautomatisch eben
ablaufen und die wir, wenn wir uns dem nicht bewusst sind, auch gar nicht wirklich steuern können in dem Augenblick. Und von daher ist es auch wirklich immer sehr interessant, weil eben diese Kinder mit uns zusammen diesen Weg gehen und wir mit ihnen. Es geht also darum zu versuchen, dass wir uns öffnen können, von unseren Kindern zu lernen, dass wir über unseren Schatten springen können, dass wir als Eltern oder als Erwachsene nicht über unseren Kindern stehen, sondern dass wirklich die Kinder uns sehr, sehr viel lehren können. Welches Ungleichgewicht auch immer da ist, wir können das aufgrund dessen, dass diese Kinder bei uns sind, wieder ins Gleichgewicht bringen. Und so eben auch die Möglichkeit haben, den Kindern nachher etwas anderes weiterzugeben, als das, was wir selbst erfahren haben. Und das Kind wiederum bringt eben genau das mit an Bedürfnissen, was uns hilft, das zu erkennen. Also das heißt, wir lernen nicht nur das Kind selbst kennen, wer es ist, sondern wir lernen durch das Kind und die Bedürfnisse, die das Kind hat, eben auch uns selbst wieder besser kennen, damit wir das lehren können, wie es herausfindet, dass es das selbst kann. Also es geht darum, dass das Kind zu uns kommt mit seinen Bedürfnissen, die wir ja auch stillen möchten, indem wir auf das Kind eingehen, indem wir versuchen, dem Kind die optimale Umgebung zu schaffen, damit es sich frei entwickeln kann zu der Persönlichkeit, die es ist. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Bedürfnisse dieses Kindes etwas in uns auslösen und mitbringen, was wir selbst entweder schon sehr gut ausgebildet haben oder was uns eben auch fehlt. Und da geht es darum, dann herauszufinden, was brauche ich, was habe ich in dem Moment für Bedürfnisse, die gestillt werden möchten, die ich mit Hilfe des Kindes lernen kann, eben auch zu stillen. Und so ist es immer ein gemeinsamer Weg, ein gemeinsames Wachstum in dem Sinne auch. Wir haben vorhin von den Kreisläufen geredet, von den feinstofflichen und den physischen Kreisläufen. Dieser feinstoffliche Kreislauf des Lebens, den nenne ich auch den Chakra-Zyklus. Und das heißt, wir wechseln jedes Jahr in unserer Wahrnehmung unseres Lebensjahres das Energiezentrum über das und in dem wir lernen. Das heißt, wenn wir geboren werden, im ersten Jahr, bevor wir ein Jahr alt werden, ist es so, im ersten Jahr, wenn wir geboren werden, ist es alles, was sich in unserem Leben wichtig anfühlt und wichtig ist, ist das Wurzelchakra. Wir haben vorhin gehört, dass im Wurzelchakra die Themen Sicherheit, Geborgenheit, aber auch innere Stärke und Wärme enthalten sind. Und in diesem ersten Lebensjahr geht es also darum, dass wir all das, was uns begegnet, wahrnehmen und einordnen zu diesen Themen. Es geht in diesem ersten Jahr um Vertrauen, um Sicherheit und Geborgenheit. Und wenn ihr mal darüber nachdenkt, was wir denn in unserem ersten Lebensjahr so tun oder was unsere Kinder so im ersten Lebensjahr tun oder getan haben, dann
scheinen sie sehr hilflos. Sie sind auf uns angewiesen, sie sind darauf angewiesen, dass wir ihnen zu essen geben, dass wir ihnen zu trinken geben, dass wir sie behüten, dass wir sie tragen, dass wir ihnen Geborgenheit schenken. Und um nichts anderes geht es in diesem ersten Jahr. Und so hat dann eben jedes Jahr seine eigenen bestimmten Themen und Schwerpunkte, über die wir eben diese Erfahrungen sammeln. Also ein Kind ist geboren, die Seele beginnt sich zu verankern in diesem ersten Jahr, die Verbindung zur geistigen Welt ist sehr präsent, wir sind immer noch sehr eins in dieser Wahrnehmung. Und um ganz anzukommen auf dieser Erde, in diesem menschlichen Körper, benötigt dieses Kind eben Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen. Und es lernt dadurch auch, dass diese Bedürfnisse gestillt werden, körperlich wie auch gefühlsmäßig, dass es sich wohlfühlt. Das heißt, je mehr Sicherheit, Geborgenheit und Vertrauen dieses Kind aufbauen kann in diesem ersten Jahr, desto leichter fällt ihm eben auch dieses Ankommen hier auf der Erde, dieser Seele. Und der Fokus, der legt sich in diesem Jahr auf die Bezugspersonen, auf das Zuhause. Und wir achten ja in diesem ersten Jahr sehr darauf, auch dass wir uns auf den Rhythmus des Kindes einlassen. Und ich finde, das ist für mich persönlich auch etwas ganz Wichtiges und was vielleicht auch in der heutigen Zeit gar nicht so einfach ist, weil wir alle sehr schnell oder wieder ins Arbeitsleben wollen. Wir sind vielleicht auch in einer Phase, in der wir gern so schnell wie möglich wieder unser Leben zurück wollen, sage ich jetzt mal ein bisschen salopp. Und manchen fällt es dann auch schwer, sich wirklich so 100% auf den Rhythmus des Kindes einzulassen. Und ich finde aber persönlich ist es ganz wichtig, dass das Kind in diesem Jahr diesen Rhythmus erhält, damit es eben ankommen kann, damit es sich sicher fühlen kann, damit es weiß, dass es richtig ist, dass das, was es wahrnimmt, eben auch seine Bedürfnisse auch gestillt werden in diesem ersten Jahr. Es geht also in diesem ersten Jahr um alle Themen, die in einem Wurzelchakra enthalten sind. Wenn ihr also auch Informationen über die Energiezentren, die Chakren schon habt oder vielleicht auch noch auf die Suche geht, dann findet ihr ganz viel auch dazu. Und alle diese Themen jetzt beim Wurzelchakra, die findet man eben in diesem Jahr. Für dieses Kind in diesem ersten Jahr, übrigens auch für uns waren die sehr wichtig, wir waren ja auch mal an diesem Punkt. Und je mehr wir diese positiven Erfahrungen machen konnten, desto größer ist unsere Stärke, Vertrauen aufzubauen. Zwischen 1 bis 2 Jahren, also es geht eigentlich immer dann bis zum entsprechenden Geburtstag dieses Lebensjahr, schwingen wir in unserem Menschsein auf der Ebene des Sakralchakras. Es geht also ganz viel um Gefühl. Das Kind sucht vielleicht auch sehr viel Nähe, emotional, gefühlsmäßig, aber auch körperlich. Und gleichzeitig ist es bereits so, dass sich die Bindung auch vor allem zur Mutter, zur ersten Bezugsperson, auch etwas distanziert. Es ist so ein bisschen ein Hin und Her. Aber auch der Begriff im Schweizerdeutschen gibt es als Fremdeln. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es das im Hochdeutschen auch gibt. Also dass ein Kind sehr zurückhaltend ist, auch fremden Menschen gegenüber oder eben auch Menschen, die es nicht häufig sieht, dass es wirklich sich sehr stark auch orientiert nochmal an den engsten Bezugspersonen. Und da kann ich wirklich ganz viel empfehlen, den Fokus zu legen auf
aufs Spielen, aufs Malen, aufs Singen, aufs Musizieren, aber auch auf rituelle Abläufe, die Sicherheit bieten. Im Sakralchakra ist ja auch das Thema Kreativität enthalten. Und Kinder in diesem Alter sind wirklich sehr lernfähig, wenn es um Kreativität geht. Und alles, was man ihnen beibringen möchte, kann man eben am einfachsten über diese kreativen Momente. Und eben rituelle Abläufe, wie zum Beispiel immer eine gute Nachtgeschichte vor dem Schlafen oder am Morgen immer ganz bestimmte Abläufe, bieten einem Kind eben auch ganz, ganz viel Sicherheit. Also man kann da wirklich dann themenübergreifend sehr vieles kombinieren. Dann im Alter zwischen 2 und 3 Jahren leben wir voll und ganz in unserem Solarplexus. Wir alle kennen das sicher auch von uns selbst oder von unseren Kindern oder von Nachbarskindern oder sonstigen Familienmitgliedern. Der eigene Wille wird ausgebildet. Eltern werden herausgefordert. Das Kind sucht die Erfahrung von Sicherheit und Geborgenheit, aber auch indem es Grenzen auslotet. Das heißt, es ist in dieser Zeit ganz besonders wichtig, dass wir authentisch sind, dass wir liebevoll Strukturen aufzeigen, damit eben diese Sicherheit auch sich trotzdem entfalten kann auf dieser Ebene des Solarplexus. Was hier zum Tragen kommt, ist einerseits, dass wir in jedem Jahr in einem anderen Energiezentrum bzw. andere Themen für uns wichtig sind zu lernen. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir alle 7 Jahre in einem sogenannten großen Kreislauf, in einem großen Zyklus ebenfalls diese Energiezentren oder die Ebenen wechseln. Das heißt, in den ersten 7 Jahren unseres Lebens schwingt die große Grundenergie oder die Energie des großen Kreislaufs oder der großen Jahresringe eben auch auf dem Wurzelchakra. Es geht also in den ersten 7 Jahren immer um Vertrauen, um Geborgenheit und um Sicherheit. Und jedes Jahr lernen wir dies auf einer anderen Ebene kennen. Es ist also, als ob wir dieses Bedürfnis von Vertrauen, Sicherheit und Geborgenheit auf allen verschiedenen Ebenen kennenlernen und erfahren wollen, damit wir das auf allen verschiedenen Ebenen eben integrieren können. Und gerade jetzt zwischen 2 und 3 Jahren, wenn die Kinder beginnen, eben diesen eigenen Willen auch kennenzulernen, ist es wichtig zu wissen, dass es immer noch um Vertrauen, um Geborgenheit und um Sicherheit geht. Und wenn da jetzt eben diese Aufrichtigkeit und diese Wahrhaftigkeit von uns als Erwachsenen fehlt, weil wir das vielleicht einfach auch nicht anders erfahren haben, weil wir nicht anderes wissen zu tun, dann beginnt hier eben bereits, sich Informationen einzuschleichen oder zu verankern, die dann eben das Gefühl von Vertrauen etwas ins Ungleichgewicht bringen. Also in diesem Alter geht es wirklich um die Frage, tue ich als Elternteil, als erwachsener Mensch wirklich das, was ich vom Kind erwarte auch? Halte ich auch mich an die Strukturen? Also lebe ich das vor? Denn das ist wirklich die Zeit, in der das Kind herausfindet, wird da nur geredet oder ist das auch wirklich so gemeint? Ein Kind nach dem 3. Geburtstag befindet sich im 4. Altersjahr. Das bedeutet, es nimmt sein Umfeld über das Herzchakra wahr, getragen von der Wurzelchakra-Energie. Das heißt, es ist auf der Wahrnehmungsebene der Gefühle. Vielleicht kennt ihr das selber auch, dass es da so ist, dass das Kind plötzlich sehr gefühlsorientiert ist, dass das Kind gegenüber dem vorigen Jahr, wo es wirklich darum ging, seinen eigenen Willen auch kennenzulernen, dass es plötzlich sehr emotional wird, dass es sehr schnell sich gefühlsmäßig überfordert fühlt. Das hat damit zu tun, dass wirklich
in dieser Ebene das Herzchakra sehr, sehr stark als Energie präsent ist. Und ich finde, wenn man das weiß, macht es einem das viel, viel leichter auch, sich darauf einzustellen. Wenn man Rücksicht nehmen kann auf diese Informationen, in welchem Jahr befindet sich das Kind, in welchem Jahr befinde ich mich selbst, dann kann man da wirklich sehr viel auch an Gleichgewicht auch herausholen und stärken. Das heißt, das Kind nimmt vielleicht plötzlich Dinge persönlich, die es vorher überhaupt nicht ein Problem hatte damit. Es weint häufiger, es zieht sich vielleicht mehr zurück, es ist vielleicht anhänglicher, es ist weniger draufgängerisch als noch ein paar Wochen zuvor. Und es geht also wirklich da relativ schnell. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass wenn der Wechsel vollzogen ist, jetzt vom Altersjahr her, und diese Herzchakra-Energie zum Vorschein kommt, und Kinder, die ja wirklich noch sich ganz intuitiv eben in diesen Kreisläufen auch bewegen, dass das sehr schnell geht, dass dieser Wechsel da ist. Und manchmal überfordert das auch Erwachsene, weil sie sich dann fragen, was ist denn jetzt los? Jetzt war doch ein paar Tage vorher noch alles ganz anders. Es geht aber wirklich darum, dass da eine neue Energie da ist. Und vielleicht scheint es auch wie ein bisschen ein Rückschritt, dass diese gefühlsmäßigen Bedürfnisse der Kinder wieder stärker zum Vorschein kommen, die gestillt werden möchten, dass man wie einen Gang zurückschalten kann oder soll. Das Draufgängerische, das vielleicht noch da war mit der Neugier, mit dem Ausloten der Grenzen, dass da plötzlich nichts mehr da ist und einfach nur noch diese Gefühle, diese überwältigenden Gefühle da sind und man auch sich Zeit nehmen sollte und vielleicht überlegen, okay, braucht das Kind jetzt so viel Kontakte? Sollen wir ein bisschen zurückschalten, sind ein bisschen ruhiger angehen? Das sind wirklich Dinge, die man da sehr gut überlegen kann und wie man dem Kind eben wirklich auch sehr gut helfen kann. Zwischen 4 und 5 Jahre kommt das Thema Kommunikation natürlich über das Halschakra da hinein. Vielleicht ist euch das auch schon aufgefallen. Kinder beginnen plötzlich zu unterscheiden, was ein Witz ist und was noch Wahrheit ist. Sie beginnen selbst vielleicht diese Unterschiede anzuwenden. Es lernt die Lüge kennen, aber auch das Misstrauen. Und durch den Kontakt mit anderen Kindern, zum Beispiel jetzt vermehrt im Kindergarten auch, wird eine neue Art der Kommunikation möglich. Also das Kind erfährt dadurch auch, andere Kinder wahrzunehmen. Das Kind versucht, Ideen umzusetzen, Bastelideen, eigene Spiele und Regeln werden aufgestellt. Und hier ist es wirklich ganz wichtig, dass diese klare, ehrliche Kommunikation auch aus dem Herzen da ist. Empathie, Möglichkeiten für die Manifestation der Ideen auch bereitstellen. Das heißt, Kinder leben sich da aus. Das Halschakra ist ja wirklich auch die Ebene, in der die Kreativität, die im Sakralchakra entsteht, auch Ausdruck findet. Also zwischen 4 und 5 Jahren sind Kinder auch wirklich sehr, sehr begeisterungsfähig, um ihre Ideen auch umzusetzen. Und ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man ihnen da im Rahmen seiner eigenen Möglichkeiten natürlich auch diese Möglichkeit bietet, weil je mehr es diese Dinge auch leben kann, die gerade in diesem Jahr auch sehr zentral sind, desto besser können diese Erfahrungen eben auch als positive Erfahrungen integriert werden. Zwischen 5 und 6 Jahren befindet sich das Kind im Stirnchakra. Also wir haben immer noch Vertrauen, Geborgenheit und Sicherheit als Grundschwingung der ersten 7 Jahre. Aber es geht jetzt um diese Stirnchakra-Ebene, also um darum, eigene Entscheidungen zu treffen, selbstständiger zu werden. Das kann manche Kinder manchmal auch ein bisschen überfordern. Der eigene Mut kann die Kinder selbst überrumpeln. Und es ist aber auch so, dass wenn jetzt
wirklich dieses Gefühl von Sicherheit und Vertrauen und Geborgenheit genug ausgeprägt ist, dass das Kind hier auch wirklich mutig bleibt und seinen Weg geht und auch wenn der eigene Mut es manchmal überrumpelt, sich das Kind dadurch nicht entmutigen lässt. Also das heißt, man darf sich und soll sich den Bedürfnissen des Kindes anpassen, denn es geht immer noch um Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. Also man muss das Kind nicht pushen, damit es mutiger wird. Und man muss es auch, also man darf es auch ernst nehmen, wenn es sich überfordert fühlt. Es ist also dort wirklich eine Zeit, die das ein bisschen ein Hin und Her ist. Ein bisschen wie beim Herzchakra schon, auch ein bisschen ausloten stärker, was für das Kind jetzt wirklich wichtig ist. Zwischen 6 und 7 Jahren erleben die Kinder dann ihre geistige Verbindung wieder gestärkt, verstärkt auch. Sie versuchen auch ein Gleichgewicht zwischen Himmel und Erde herzustellen. Das heißt, manchmal sind sie ein bisschen hin und her gerissen, auch zwischen dem, was sie eigentlich mitgebracht haben an geistigem Wissen, an Weisheit und dann diese menschlichen Erfahrungen in der Schule, die sie machen. Das heißt, das sind wie 2 verschiedene Seiten. Das heißt, sie haben eine gewisse geistige, spirituelle Weisheit in sich, die sie mitgebracht haben. Und sie haben aber die physischen Erkenntnisse des Lernens, die noch am Anfang steht, wie jetzt zum Beispiel in der Schule mit Schreiben und Rechnen. Und das kann in den Gefühlskörpern, im ganzen Energiefeld natürlich Spannungen aufbauen. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, hier auch die Wahrnehmung zu stärken, Spannungen abzubauen und eben auch zu versuchen, ihnen Raum zu geben, diese eigene innere Wahrheit auszuleben. Auch das Gefühl zu vermitteln, du bist richtig, so wie du bist. In der Schule werden sie ziemlich schnell in eine Struktur hineingepackt, sofern sie in die öffentlichen Schulen gehen, die sie bereits in bestimmte Bahnen lenkt. Und dabei kommt dann viel eigentlich ihre innere Wahrheit, ihr inneres Sein etwas in Konflikt, weil sie das dann zu wenig ausleben können. Und ich glaube, da ist es wirklich wichtig, dass man diesen Ausgleich auch schafft für die Kinder, dass sie eben die Freude an der Schule nicht verlieren, aber gleichzeitig eben auch die Möglichkeit haben, das, was sie in sich tragen, eben auch ausleben dürfen. Wenn sie das nämlich nicht können und nur noch fokussiert auf dieses Gebilde der Schule geleitet werden, dann ist es schwierig, eben auch, dann beginnen sie ebenfalls ihre Intuition und ihre Verbindung zur geistigen Welt, ihre innere Weisheit zu vergessen. Und das wiederum hat dann wieder Auswirkungen auf die nächsten Entwicklungsschritte. Wenn diese 7 Jahre vorbei sind, hat das Kind also die Themen des Wurzelchakras in diesen 7 Jahren auf jede erdenkliche Art und Weise kennengelernt. Also es hat rückwärts und vorwärts auf dem Solarplexus, im Sakralchakra, in den Themen der Kommunikation, auf allen Ebenen hat es diese Energie kennengelernt und jedes Chakra wurde mit den Informationen gefüttert, so dass immer mehr eigentlich an Erfahrung aufgebaut werden konnte. Und je mehr von dieser Schwingung der Geborgenheit, des Vertrauens und der Sicherheit da ist, desto mehr leichter fallen ihm auch die nachfolgenden Jahre. Wir haben also jetzt 7 Jahre lang diese Wurzelchakra-Energie mit uns getragen und haben alles, was wir erfahren und gelernt haben, auf diese Basis ausgerichtet. Es ging also oder es geht also in einem Menschenleben in den ersten 7 Jahren immer ums Ankommen. 7 Jahre dürfen wir lernen, anzukommen auf dieser Erde. Und wenn ihr euch das mal kurz überlegt, was das bedeutet und was in diesen 7 Jahren ein Mensch bereits alles erfährt,
auch mit unseren Systemen, mit unseren Kreisläufen, mit unseren Lebensstandards, mit den eigenen Bedürfnissen, die auch noch da sind, dann ist es schon unglaublich viel Information, die da hineingepackt worden ist. Und es aber in den 7 Jahren eigentlich nur darum geht, anzukommen. Als Mensch einfach mal sich zu verankern, voll und ganz anzukommen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Was mir auch ganz wichtig ist, wir machen nicht nur immer positive Erfahrungen, wir machen auch Erfahrungen, die schmerzhaft sind. Wir haben uns Erfahrungen ausgesucht, die weniger schön sind. Und ich glaube aber auch, alles, was an Handlungen geschehen ist, also an Erfahrungen geschehen ist, sei es jetzt, was wir als Kind erfahren haben oder was wir vielleicht unseren Kindern weitergegeben haben aufgrund unserer eigenen Erfahrungen, was vielleicht nicht ganz im Gleichgewicht war. Wir können das alles immer wieder ins Gleichgewicht bringen. Immer wieder, diese Möglichkeit gibt es. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu wissen, dass wir dem nicht ausgeliefert sind, dass wenn wir einmal einen Fehler gemacht haben oder spüren, okay, das war jetzt nicht optimal, wie ich hier reagiert habe, dass wir das immer wieder auch ausgleichen können. Wir haben jetzt ja diese 7 Jahre angeschaut. Wir kommen also bei dem nächsten Zyklus so weit, dass wir zwischen 7 und 14 Jahren den gleichen Zyklus durchmachen, aber auf der Ebene des Sakralchakras. Und wenn wir dann zwischen 14 und 21 Jahren sind, dann erleben wir wieder jede einzelne Ebene, aber es geht um die Hauptthemen des Solarplexus. Und so reiht sich Zyklus um Zyklus aneinander. Und wenn wir so wollen, dann haben wir mit 49 Jahren alle 7 Chakren im großen Zyklus durchlebt und diese auch auf allen einzelnen Jahren hin verarbeitet und integriert. Das heißt, mit 49 Jahren haben wir alles gelernt oder alles erfahren, was wir erfahren wollen in dem Sinn und haben alle Informationen, die wir brauchen. Und dann ist es möglich, neu anzufangen. Also wir begeben von 7 bis 14 Jahren unser Leben in die Hände der Kreativität, der Lebensfreude, der Hingabe, des Ehrgefühls und der Achtsamkeit. Alles, was wir dazu lernen wollen, erfahren wir und lernen wir zwischen 7 und 14 Jahren. Von 14 bis 21 erleben wir die Kraft der Mitte, das Machtstreben, die eigene Vollmacht lernen wir kennen und das eben auch auf allen Ebenen der kleinen Jahresringe. Ich finde das auch sehr spannend vom Spirituellen her, weil wenn wir überlegen, dass wir je nachdem, wo wir uns befinden, mit 18 und mit 21 Jahren volljährig werden, dass wir vielleicht eine Ausbildung machen oder von zu Hause wegziehen, dann sind wir genau in dieser Ebene oder in dieser Energie, dieser Eigenverantwortlichkeit, diese Vollmacht. Wir lernen uns kennen und wir wissen, das, was wir tun, hat Konsequenzen, die wir tragen werden. Und dass diese eben auch von der Energie her, nicht nur jetzt von der Gesetzgebung her, sondern wirklich auch von der spirituellen, energetischen Entwicklung her genauso gedacht ist, finde ich sehr faszinierend. Weil es zeigt, dass das wirklich auch hier ein Kreisläufe sind, die ineinander fließen. Zwischen 21 und 28 Jahren werden wir durch die Herzensenergie des Herzchakras eben geleitet.
Gefühle, Beziehungen, seelische Wärme, Güte, Ruhe, Selbsterkenntnis sind die Grundschwingung, die uns zwischen 21 und 28 Jahren leiten. Ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Zeit, als ihr in dem Alter wart oder gerade drin steckt, wie sich das angefühlt hat. Manchmal war es vielleicht auch ein bisschen eine Berg- und Talfahrt, so wie, wenn ihr euch daran erinnert, zwischen drei und vier Jahren, wenn ein Kind in dieser, ebenfalls in dieser Herzenergie drin ist und manchmal gefühlsmäßig überfordert ist. Und wir haben hier ebenfalls einerseits die Situation, dass wir vielleicht die Ausbildung abgeschlossen haben, dass wir Menschen kennenlernen, dass wir vielleicht bereits auch Familie gründen möchten. Also es sind ganz viele emotionale Ebenen und Themen, die da zum Vorschein kommen und zum Tragen kommen. Zwischen 28 und 35 leben wir über die Kommunikationsebene. Das heißt, wir beginnen umzusetzen, was wir an Ideen und Vorstellungen gesammelt haben. Wir haben vielleicht eben auch schon ein Weilchen gearbeitet, haben vielleicht unser eigenes Geld verdient und fangen jetzt an, unsere Träume zu verwirklichen. Träume, Ideen, Vorstellungen, die in unserer Sakralebene geboren worden sind und die jetzt nach außen getragen werden möchten. So ist die Zeit zwischen 28 und 35 wirklich das, was wir dann an Umsetzungsenergie eben auch zur Verfügung haben und was sich dort auch zeigt. Wir beginnen eben auch zu erkennen, zu was wir fähig sind, was wir können, was wir lernen, viel mehr in dieser Ebene zu erkennen, wer wir wirklich sind. Und zwischen 35 und 42 Jahren lenkt sich unser Fokus dann auch auf eine Klarheit, eine innere Wahrheit. Und wir beginnen bereits vielleicht auch Dinge zu verändern, zu transformieren, von denen wir erkannt haben, die haben sich in eine Richtung entwickelt, die wir vielleicht gar nicht so uns gewünscht haben. Wir beginnen also zu transformieren, zu verändern und eben auch unser Leben neu zu leben oder das zu leben, was wir wirklich möchten. Das Kronenchakra begleitet uns dann zwischen 42 und 49. Altersjahr. Das heißt, alles, was wir an innerer Wahrheit erkannt haben, wandelt sich hier in Gewissheit und Wahrheit. Wir haben zwischen 42 und 49 Jahren die Möglichkeit, unser gesamtes Wesen eigentlich in eine Form Vollendung zu bringen. Also wir haben ganz viele Möglichkeiten, Dinge zu klären und ins Gleichgewicht zu bringen, die das vielleicht vorher nicht möglich waren. Und wir vollenden mit dem 49. Geburtstag einen ganzen Lebenskreislauf. Ich finde diesen 49. Geburtstag etwas ganz Spezielles noch. Wir feiern ja meistens in Runden den 50. Und ich finde aber, der 49. ist eigentlich das, was wir ja als spirituelle Vollendung von unseren Erfahrungen, was wir gesammelt haben, auch ganz, ganz ein wichtiger Geburtstag. Wir haben also jedes Thema und jede Energie, jedes Energiezentrums in uns, körperlich, geistig, gefühlsmäßig, spirituell auf allen Ebenen kennengelernt und konnten Erfahrungen sammeln. Und jetzt haben wir alles an Informationen da, die wir brauchen, um eben all das umzusetzen. Eigentlich fühlt es sich manchmal so an, und wenn ich darüber rede, als wenn wir erst mit 49 Jahren so wirklich erwachsen werden, weil wir dann alles an Informationen, an Instrumenten, an Möglichkeiten haben, an Wissen uns aneignen konnten, mit denen wir nur arbeiten können. Es ist, als ob unsere Lebensausbildung abgeschlossen wäre und wir jetzt
hinübergehen in ein neues Zeitalter. Das heißt also, ab dem 50. Lebensjahr, das beginnt ja nach dem 49. Geburtstag, hat der Mensch wirklich die Möglichkeit, nochmals ganz neu anzufangen. Und wenn ihr so daran denkt, was das für eine Zeit ist vom Alter her, die einen haben das vielleicht schon bereits durchlebt, die anderen kennen das vielleicht auch aus Geschichten, aus Erzählungen von Freunden, von Bekannten. Ich glaube, diese Möglichkeit, nochmals ganz neu anzufangen, die ist spürbar. Und manchmal wird dieses Neu vielleicht etwas fehlinterpretiert. Ich sage jetzt fehlinterpretiert, indem es zum Beispiel eine sogenannte Midlife-Krise auslöst. Also ein Mensch spürt in sich, ich brauche etwas anderes. Ich habe jetzt immer das gemacht, was ich tun musste, und jetzt möchte ich mich selbst verwirklichen. Ich glaube, das hat wirklich ganz fest damit zu tun, dass die Energie eben spürbar ist für den Aufbruch. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es nicht darum geht, sein Leben auf den Kopf zu stellen und alles hinter sich abzubrechen, um in dem Sinne neu anzufangen. Sondern ich glaube, es geht wirklich darum, all die Weisheit, die wir in den 49 Jahren sammeln konnten, diese jetzt wirklich zu nutzen. Also im spirituellen Sinne, dass wir das, was wir geschenkt bekommen haben an diesen Kräften, an diesen Potenzialen, dass wir beginnen, unser Dharma zu leben, also unser Geschenk an das Leben zu leben. Und ich glaube, wenn wir uns mit dem 49. Geburtstag wirklich darauf einlassen, zu erkennen oder vielleicht auch eine Rückschau halten, was ist gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen, wo gibt es Veränderungspotenzial, wo gibt es Möglichkeiten, vielleicht auch etwas noch ins Gleichgewicht zu bringen, was vielleicht vorher nicht möglich war, um eben unser bestes Selbst hervorzubringen. Unser innerstes, unser göttlichstes Wesen eben auch zu leben, dann ist es das, was gemeint ist, eben neu anzufangen. Und ich wünsche mir sehr, dass die Menschen das wieder vermehrt lernen, auch so zu interpretieren, dass eben dieser Neuanfang nicht ein Abbruch des Alten oder ein Versorgen in der Vergessenheit des Alten, der ersten 49 Jahre, sondern dass es darum geht, wirklich aus diesem Potenzial zu schöpfen und das zu leben, wofür wir wirklich gedacht sind, wofür das Göttliche uns gedacht hat. Also diese Energie oder dieser Neuanfang bedeutet wirklich, dass wir die Möglichkeit haben, all unseren Schatz an Erfahrungen, die gesamte Weisheit und das gesammelte Wissen der ersten 49 Jahre auf einer feineren Ebene umzusetzen. Wir sind also frei, nochmals von vorn anzufangen. Und ich finde es ganz schön, wenn man sieht, dass man das in seinem geliebten Umfeld tun kann. Wenn man spürt, dass man wirklich dort, wo man geliebt ist und in dem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, auch getragen ist und dies auch dort umsetzen kann. Wir können also sagen, dass um ein Thema oder eine Ebene eines Energiezentrums vollkommen verstehen zu können, brauchen wir etwa 7 Jahre, weil wir eben nach diesen 7 Jahren in diesen großen Zyklus auch das Energiezentrum wechseln. Und zu diesen 7 Jahren gibt es noch auch etwas Interessantes, finde ich. Vielleicht kennt ihr diesen Ausdruck, das verfliegste 7. Jahr. Es ist also die Zeit, in der wir mit unserem Partner, wenn wir 7 Jahre zusammen sind, haben wir unseren Partner auf jeder Ebene, auf jedem Energiezentrum, das wir haben, kennengelernt.
Und nach diesen 7 Jahren geht es darum, dass wir ihm auf einer neuen Ebene begegnen. Und ich finde das deshalb so spannend, weil es ja wirklich dieses Phänomen gibt, dass nach 7 Jahren manchmal dann Beziehungen auseinandergehen, weil man sich sagt, ich kenne jetzt alles, da kommt nichts mehr Neues. Oder es ist wie eben ein Übergang in eine neue Ebene und man muss oder man darf auch wirklich wieder neu anfangen. Man darf seinen Partner wieder neu kennenlernen, ihm neu begegnen, auch selbst. Es geht ja nicht nur darum, mein Gegenüber neu kennenzulernen, sondern auch ich selbst begebe mich ja in diese Verbindung auf eine neue Ebene, auf eine andere Ebene. Und dass alle 7 Jahre eigentlich auch hier einen Wechsel gibt von der Ebene, dass wir unseren Partner wieder neu kennenlernen oder eben auf einer anderen Ebene kennenlernen, dass es eben auch immer wieder Herausforderungen sind. Und ich glaube, wenn wir uns dessen bewusst sind und wenn wir uns solcher Informationen eben auch in uns bewusst sind, dann macht es das Leben für uns und für uns auch verständlicher, weil wir uns selber oder auch unser Gegenüber leichter und einfacher verstehen können, weil wir merken, ach so, der befindet sich jetzt gerade von seinem Alter her vielleicht in der Ebene zwischen von Herzchakra und Solarplexus. Und das ist eine Kombination, die einerseits sehr stark von Gefühlen getragen ist, aber immer auch die Verstandesebene und den eigenen Willen. Und das sind manchmal Spannungsfelder, die nicht ganz einfach sind in der Kombination. Und wenn ich das weiß von mir selbst, dass ich mich darin befinde oder eben mein Gegenüber, dann kann ich damit viel, viel besser umgehen und kann auch viel mehr Verständnis für mich selbst und mein Gegenüber aufbringen. Weil ich weiß, okay, das ist jetzt eine Phase, die nicht ganz einfach ist. Und man begegnet sich dann auch ein bisschen liebevoller. Und das macht das Leben auch viel einfacher. Also was kann ich tun in dem Moment, um eben zum Beispiel mein Kind zu unterstützen? Oder eben auch meinen Partner oder einen Freund oder eine Freundin unterstützen, wenn irgendetwas gerade halt nicht so läuft, wie wir das gerne hätten. Also ich glaube, das Wichtigste ist, sich zu überlegen, auf welcher Ebene befindet sich dieser Mensch. Auf welcher Ebene fokussiert sich das Kind? Und wie erlebt es die Umwelt und wie speichert es die Erfahrungen? Also das heißt, wir haben auf der einen Seite den großen Zyklus, der alle 7 Jahre wechselt. Und das geht wirklich immer von Wurzelchakra über das Sakralchakra, dann den Solarplexus, das Herz, das Halschakra, das Stirnchakra und dann das Kronenchakra. Das geschieht alle 7 Jahre. Immer wieder. Und dann innerhalb dieser 7 Jahre eben auch jedes einzelne Jahr den Wechsel. Und wenn wir das ein bisschen herausfinden können, dann können wir wirklich auch sehen, worauf reagiert mein Gegenüber oder worauf reagiere ich? Warum bin ich gerade so, wie ich bin? Wo befinde ich mich? Es geht also für uns einerseits als Eltern, aber eben auch als Partner oder als Freund darum, dass wir unser Gegenüber und auch uns selbst jedes Jahr eigentlich neu kennenlernen. Weil wir jedes Jahr eine andere Wahrnehmungsebene zum Vorschein bringen. Gerade auch in Bezug auf die Kinder finde ich das extrem wichtig, wenn wir es schaffen, uns auf diese Wahrnehmungsebene, in der sich das Kind gerade befindet, einzulassen, sei das als Eltern, als Freund oder auch als Lehrperson, als Kindergärtner, als Betreuungsperson. Wenn wir uns darauf einlassen können, verstehen wir Kinder viel besser und können dem Kind helfen, seine Erfahrungen viel leichter eben auch zu verankern.
Nehmen wir einmal an, wir selbst befinden uns vom kleinen oder vom großen Zyklus, spielt eigentlich keine Rolle in dem Moment auf der Ebene des Solarplexus. Wir sind also sehr orientiert an unserem Verstand, mit unserer Thematik von Macht und Ohnmacht, mit dem Gleichgewicht, von dem eigenen Willen. Und unser Kind oder unser Gegenüber ist aber von seinem Jahreszyklus hier ganz fest im Herzchakra drin. Und wenn wir jetzt in unserem Solarplexus-Modus, in dieser Macherenergie, in dieser Handlung, in diesem vielleicht auch großen Tatendrang drin sind, dann laufen wir Gefahr, dass wir das Kind oder unser Gegenüber, weil es ganz stark in seiner Gefühlswelt eben drin ist, dass wir es eben überfordern, dass wir das mental überfordern, und wir laufen auch Gefahr, dass Verletzungen leichter entstehen dadurch. Also das heißt, durch diese Überforderung, die das Kind nicht einordnen kann, weil es gerade, oder unser Gegenüber nicht einordnen kann, weil es eben gerade auf dieser Gefühlsebene schwingt, kann es das nicht richtig einordnen, oder es kann es nicht so einordnen, wie es eigentlich braucht. Und für uns als Erwachsene oder als Gegenüber ist es in dem Moment eben möglich, wenn wir uns bewusst sind, in welcher Ebene sich das Gegenüber befindet, dass wir ebenfalls überlegen können, okay, was kann ich denn tun, damit dieses Gegenüber das, was ich ihm mitgeben möchte oder beibringen möchte, auf seiner Ebene wirklich versteht. Ich glaube, auch Missverständnisse in der Kommunikation passieren manchmal dadurch, dass wir einfach auf verschiedenen Ebenen schwingen. Und dafür kann ja niemand etwas. Also das ist ja wirklich etwas, was naturgegeben in diesem Zyklus, in diesem Kreislauf enthalten ist. Wir können uns zwar darauf einstellen und uns bewusst machen, was wir und wie wir kommunizieren, aber je nachdem, auf welcher Ebene wir oder eben unser Gegenüber schwingt, ist es manchmal gar nicht so einfach, dann das wirklich so mitzugeben, dass es auch so ankommt, wie wir das gerne hätten oder wie wir das gemeint haben. Und das hat eben auch viel damit zu tun, mit diesen verschiedenen Ebenen und den Jahresringen, die da zum Vorschein kommen. Wenn wir zum Beispiel auf der Herzebene schwingen und unser Kind oder unser Gegenüber auf der Kommunikationsebene schwingt, und der Kreativität, dann ist unser Gegenüber mit den Informationen von uns manchmal auch unterfordert, weil es mehr geistige Nahrung braucht. Wir versuchen es auf unserer Gefühlsebene und unser Gegenüber braucht aber geistige Nahrung, um weiterzukommen, um etwas umzusetzen. Also das heißt, es hat wirklich dann wie zu wenig Information. Im Erwachsenenalter spielt es nicht mehr so eine große Rolle, weil ja die Menschen, die uns begegnen und denen wir begegnen, auch bereits in dieser Ebene der Selbstverantwortung drin sind. Bei Kindern ist es noch etwas anderes. Die haben natürlich durch den Lebenszyklus und den Wachstumszyklus noch viel mehr an Informationen, die sie integrieren möchten. Und deshalb ist es wirklich für die Kinder viel einfacher, wenn wir uns da versuchen einzustellen oder einzulassen auf ihre Ebene. Und ich habe das selbst gespürt, auch als meine Kinder noch kleiner waren und auch immer wieder mal, wenn es Situationen gibt, die viel mit Unverständnis auch zu tun haben, wenn man sich gegenseitig nicht mehr versteht oder nicht weiß, was jetzt hilfreich sein könnte, dass man sich überlegt, okay, wo steht denn mein Kind überhaupt? In welcher Ebene ist es denn überhaupt? Und das hat dann wirklich ganz, ganz viel Verständnis auch gebracht, weil man dann gespürt hat, okay, das funktioniert ja so gar nicht, wie ich das kommuniziere. Ich darf mich da wirklich auf eine andere Ebene begeben, damit ich dem Kind etwas weitergeben kann, damit es eben auch ankommt und damit es diese Informationen eben auch verarbeiten kann.
Also es gibt es ja immer wieder, wir stoßen mit dem Kind an Grenzen, wir bemerken, dass wir nicht weiterkommen, so auf die Art und Weise, wie wir das bis jetzt probiert haben. Und das, was wir möchten, gelingt nicht und das, was geschieht, das möchten wir nicht. Also es gibt da so gewisse Verselbstständigungen, die dann passieren. Und das geschieht, weil in uns selbst etwas geschieht, was wir nicht einordnen können. Also das heißt, unser Kind zeigt uns hier etwas, was wir selbst nicht einordnen können. Und die einen von uns reagieren mit Wut, die anderen mit Angst, mit Trauer, mit Verzweiflung, vielleicht aber auch einfach mit dem Gefühl des Unwohlseins, etwas, das unangenehm ist. Oder vielleicht spüren wir in dem Moment auch einfach, dass wir unsere Authentizität verlieren. Wir verlieren das, was wir eigentlich wollen. Wir sagen etwas und tun etwas, was wir aber eigentlich nicht spüren und nicht wollen. Also es passiert etwas automatisch und es ist, als könnten wir das beobachten. Und dann ist es wirklich wichtig, dass wir beginnen zu überlegen, was will ich denn wirklich tun in dieser Situation? Oder was will ich denn erreichen in dieser Situation? Und ich glaube, in diesem Moment, wenn man da so drinsteckt, ist es ganz wichtig, auch den Mut zu finden, einen Moment auf Distanz zu gehen oder eine Distanz zu schaffen, dass sich diese beiden, um die es gerade geht, nicht noch mehr verstricken, sondern dass wir uns als Eltern oder als Erwachsene in dem Moment einen kurzen Moment herausnehmen, dass man das auch wirklich ansprechen darf, dass man sagen darf, hör zu, im Moment geschieht gerade etwas in mir, was ich nicht einordnen kann und ich möchte kurz einen Moment Zeit für mich haben, ein paar Minuten, damit ich herausfinden kann, was da gerade geschieht. Weil es ist ganz wichtig, dass wir das dem Kind erklären, weil es sonst das Gefühl hat, dass wir von ihm weggehen, weil es etwas mit ihm zu tun hat. Und das hat es ja nicht. In dem Moment geht es ja darum, dass wir herausfinden, warum es uns so geht, wie es uns gerade geht. Und es hat gar nichts mit dem Kind zu tun. Das Kind hat uns etwas gespiegelt, es hat uns etwas gezeigt, was uns an etwas erinnert, was wir aber jetzt zuerst herausfinden dürfen. Es hilft zum Beispiel zu sagen, hör zu, lass uns jeder für sich 5 Minuten in seinem Zimmer sein und dann kommen wir wieder zusammen und reden darüber. Und das funktioniert wirklich sehr gut, weil das Kind sich in dem Moment auch spürt, weil das Kind in dem Moment auch spürt, oh, da passiert etwas bei diesem Erwachsenen, bei Mama oder Papa oder Oma oder Opa oder der Lehrperson oder wem auch immer. Das hat nichts mit mir zu tun, aber dieser Mensch braucht jetzt Zeit, ein bisschen für sich. Und dann ist es ganz wichtig, in dem Moment sich zu überlegen, wo befinde ich mich? Vom Alter her, auf welcher Ebene befinde ich mich? Und dann überlegt man sich, welche Themen beinhalten denn diese Energiezentren? Oder die andere Überlegung ist denn, wo befindet sich das Kind und was macht das mit mir? Also man kann sich dann fragen, was läuft gerade ab jetzt an diesem Ort? Was passiert hier gerade auf der Ebene des Kindes? Wenn jetzt das Kind zum Beispiel 6 Jahre alt ist und in diesem Stirnchakra-Modus drin ist und vielleicht kommen da auch Erinnerungen hoch an die eigene Kindheit. Vielleicht gibt es da plötzlich Impulse oder Bilder, die einem erinnern, was in diesem Alter mit einem selbst geschehen ist. Und dann kommen wir als Erwachsene viel, viel leichter an
diese Themen des Ungleichgewichts heran. Man kann die aufschreiben. Man kann auch aufschreiben, dann mit welchen Gefühlen verbinde ich diese Situation? Was löst es in mir aus? Und woran erinnert mich das? Diese Frage, woran erinnert mich das aus meiner Kindheit, bringt ganz, ganz viel an Erkenntnis. Und wenn wir in diesem Moment diese Informationen aufschreiben, dann können wir das wie aus unserem Energiefeld ein Stück weit herausnehmen und einmal beiseite legen. Weil es ist ja nun nicht immer möglich, dass wir dieses Gleichgewicht dann wiederherstellen oder dass wir mitten in diesem Alltag oder mit diesem Kind einfach uns eine Stunde Zeit nehmen können, eine Möglichkeit zu finden, dies ins Gleichgewicht zu bringen. Sei das zum Beispiel mit einer energetischen Heilmethode, die wir kennen, oder mit einem Ritual. Das geht nicht immer einfach. Aber wenn der Moment, in dem wir das aufschreiben, können wir es beiseite legen und wir wissen, okay, wenn ich Zeit habe für mich, kann ich das anschauen. Und in dem Moment, wo wir es auf die Seite legen können, können wir auch wieder einsteigen und in den Tagesablauf mit dem Kind zurückkehren. Wir können mit ihm reden und sagen, dass das, was man gerade gespürt hat, einen erinnert hat an das eigene Kindsein und dass es nichts mit ihm zu tun hat und dass das etwas ist, was wirklich wir selber wieder in Ordnung bringen dürfen. Vielleicht können wir dem Kind in dem Moment auch sagen, ich danke dir, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Du hast in dem Moment, in dem wir in dieser Situation waren, hast du mir etwas gezeigt, was ich wieder ins Gleichgewicht bringen darf oder was bei mir geheilt werden darf. Und ihm auch wirklich zugestehen, dass wir von diesem Kind auch lernen können. Und ich glaube, das ist etwas, was ganz wichtig ist, dass wir die Kinder wirklich in dem Moment auch auf der spirituellen Ebene, auf der geistigen Ebene als ebenbürtig ansehen und nicht als Wesen, die unvollkommen sind oder die viel weniger wissen als wir. Ich würde euch wirklich sehr empfehlen, wenn ihr in einer solchen Situation seid. Und ich glaube, es kommt nicht einmal darauf an, ob das eine Situation ist, die wir mit den Kindern erleben, sondern auch, die wir mit Erwachsenen erleben. Das gibt es ja auch immer wieder. Dass wir den Weg der Begegnung auch ausprobieren, eben, dass wir immer wieder auch ausprobieren, was wir uns denn für uns selbst wünschen oder gewünscht hätten. Und manchmal ist es auch so, dass in dem Moment, in dem wir uns überlegen, was wir uns für uns gewünscht hätten in diesem Augenblick, es ausreicht, unser eigenes inneres Kind zu heilen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, diese Bedürfnisse wirklich auch zu kommunizieren. Unserem eigenen inneren Kind. Und es gibt da wirklich auch ganz gute Möglichkeiten mit den Instrumenten des geistigen Heilens. Wir zum Beispiel in unserer Praxis wenden das sogenannte Clearing sehr gerne an oder eben auch Begegnungen mit dem inneren Kind, um auch da wieder Ordnung hineinzubringen in das eigene Gefühlsleben. Oder auch die Möglichkeiten nutzen, um Glaubensstrukturen aufzulösen, Erziehungsmuster, die wir mitgebracht haben oder die wir uns angeeignet haben durch unseren eigenen Lebensweg, dass wir die auch wirklich wieder transformieren können. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da ab und an mal wieder auch Hilfe holen dürfen, dass wir das nicht alleine machen müssen, sondern wirklich auch uns Hilfe holen dürfen, um da diese Ordnung, diese innere Ordnung wiederherzustellen. Ja. Also zum Beispiel, ich habe es angesprochen, gibt es die sogenannte Klärung, wenn wir das Gefühl haben, dass auch im Streit oder in vielen Begegnungen die Energien von uns und unserem Gegenüber sich so vermischt haben,
dass wir manchmal nicht mehr genau wissen, was bin jetzt ich und was ist mein Gegenüber. Und gerade für Eltern ist es manchmal gar nicht so einfach, wirklich wieder zurück zu sich selbst zu gehen, weil sich da die Grenzen wirklich sehr stark vermischen. Und mit dieser geistigen Klärung funktioniert das wirklich wunderbar, dass wir wirklich einfach wieder jeder so an seinen Platz zurückkehrt und all seine Anteile bei sich hat, damit man wirklich wieder sieht, was ist denn mein Anteil und was ist der Anteil des Gegenübers. Daneben die sogenannte CPR-Methode, die wir anwenden, das gespeicherte Zellinformationen, die aufgrund von Glaubensmustern und Strukturen eben auch sich manifestiert haben, sich verankert haben, dass wir die herauslösen und durch neue positive Informationen ersetzen. Es ist, als wenn ein überholtes Computerprogramm durch eine neue Version ersetzt wird, durch eine sinnvollere Version ersetzt wird, die uns dann die Möglichkeit zum Wachstum wiedergibt. Das heißt, ein altes Programm ist ein Verhaltensmuster, das wir uns automatisch zunutze machen, auch aufgrund von unseren Erfahrungen, weil wir benötigen diesen Mechanismus ja auch, um aus Fehlern lernen zu können. Und manchmal verselbstständigen sich diese Strukturen eben in einem Ausmaß, die uns dann nicht mehr wirklich hilfreich sind, sondern eben mehr schaden. Und dann tun wir durch diesen Automatismus eben Dinge, die wir eigentlich gar nicht wollen und die wir gerne anders angehen möchten. Und trotz aller Bemühungen fallen wir dann wieder zurück. Und mit diesem CPR können wir das dann eben neutralisieren und transformieren. Wir lösen also diese alten Muster und können aufgrund dieser neuen Erfahrungen eben auch emotionale Verletzungen, also auch Schmerz, auch heilen durch eben die Möglichkeit dieser Veränderung. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass wir uns immer wieder überlegen auch und gut in uns hineinhören, wo sind wir, wo stehen wir, was geschieht mit mir und auch Informationen aufschreiben, weil diese eben auch wichtig sind, um später vielleicht auch zu sehen, ich verhalte mich in gewissen Situationen immer gleich. Und es geht ja schlussendlich auch eben darum, dass wir lernen, aus solchen über wiederkehrenden Situationen auch aussteigen zu können, damit wir eben unserem Gegenüber, unseren Kindern diese Wahrhaftigkeit und diese Ehrlichkeit und diese Aufrichtigkeit, die unsere Kinder brauchen, die unsere Gegenüber brauchen, auch wirklich leben können. Ihr Lieben, jetzt habe ich ganz, ganz viel erzählt und ganz, ganz viel geredet. Ich würde euch gerne die Möglichkeit geben, falls ihr Fragen oder Impulse habt zu dem, was ihr jetzt gehört habt, dass ihr euch da auch wirklich melden dürft, dass ihr eure Mikrofone aufmacht und eure Fragen stellt, damit wir hier noch einen kleinen Austausch auch machen können, wenn das für euch in Ordnung ist. Da habt ihr so viele Informationen bekommen, dass ihr das jetzt erstmals einfach mitnehmt und ein bisschen in euch kehrt und ja, ankommen lasst. Es hat mich sehr gefreut, diese Informationen mit euch zu teilen. Ihr dürft jederzeit euch melden bei mir, wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr
Dokumentationen dazu benötigt, wenn ihr etwas Schriftliches oder auch Grafisches möchtet, das euch hilft, vielleicht diese ganzen Informationen noch zu verarbeiten. Ich habe Grafiken dazu, die ich jetzt heute hier nicht zur Verfügung habe, aber die ich euch gerne zustellen würde. Wenn ihr das möchtet, dann könnt ihr mir gerne auch eine Mail schreiben auf simone@vivamus.ch und dann werde ich euch diese Informationen gerne zusenden. Ja, wie gesagt, es hat mich sehr gefreut, diese Information mit euch zu teilen. Und ich danke euch ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart. Und wünsche euch ganz, ganz viele wundervolle Begegnungen auf allen erdenklichen Ebenen mit eurem Gegenüber, mit euren Kindern, mit den Kindern, mit denen ihr zu tun habt. Und ja, wünsche euch alles Gute. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Danke. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und vergesst natürlich nicht, die Glocke zu klingeln, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.